euch allen herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim. Hallo Tai, hallo David. Tai, wie gewohnt, die ersten Worte gehören dir. Kleiner Einblick, wie ist die Trainingswoche verlaufen und was sind deine Gedanken jetzt vor dem Spitzenspiel gegen Mannheim? Danke allerseits. Trainingswoche, also ich denke, wir haben uns bis gestern noch gut trainiert, uns einigermaßen gut vorbereitet für das Spiel morgen. Ja, nach dem Spiel am Samstag gegen Elversberg. Klar, wäre viele Sachen anders, viele Sachen einfacher oder ja, einfacher, sage ich mal. Aber ja, die Jungs haben seit Dienstag wieder im Training, haben uns jetzt fokussiert auf das Spiel morgen gut vorbereitet und heute haben wir Training und morgen auch mal unser letztes Training. Also ich denke, die Woche war gutes Training, war gute Stimmung in der Mannschaft. You know, ist immer schön, wenn man 3 Punkte holt und halt, man kann halt viele Sachen einfach reingehen. Und wir freuen uns auf das Spiel morgen und ich hoffe, der Wetter spielt mit und ja, dann werden wir das sehen. Waldhof Mannheim, ich glaube, man braucht nur auf die Statistik oder in die Tabelle zu schauen, um zu wissen, da kommt eine echte Spitzenmannschaft, jetzt unter der Woche zwar unentschieden gespielt, aber ansonsten waren die sehr stabil im bisherigen Saisonverlauf. Ja, ich denke schon, ja. Aber so wie gesagt, was Mannheim gemacht hat oder bis jetzt nicht gemacht hat, ich denke, das ist für uns zweitrangig. Wir haben immer gesagt, wir gucken auf uns, wir gucken auch zu Spiel. Jetzt haben wir das Spiel morgen gegen Mannheim, gegen einen guten Gegner, muss man sagen, der bis jetzt zu Recht auf die Tabelle erster steht. Aber wir spielen zu Hause und ich denke, die letzten Spiele zu Hause haben wir gezeigt, was wir in der Lage sind. Deswegen morgen, so wie gesagt, wir sind bereit, das Spiel anzunehmen und dann werden wir versuchen, unser Bestes zu geben, wie ja, die letzten 3 Spiele, so wie gesagt, und dann am Ende sehen wir halt, was da drauf kommt. Wie sieht es personell aus? Gab positive Nachrichten, Marius Wilsch und Marco Meierhöfer konnten wieder ins Training einsteigen. Schon eine Option für Samstag, die beiden? Ja, klar, die sind Option. Ich denke, vor ihrer Verletzung haben die eine große Rolle gespielt, aber so wie gesagt, die sind da. Wir haben uns gefreut, dass man genug Leute wieder im Training hat. Deren Qualität brauchen wir nicht darüber zu reden. Wir wissen, was für eine Qualität die haben. Aber die Kader ist so groß. Ich denke, haben wir letzte Woche gespielt ohne Marco, obwohl das hat uns sehr wehgetan, dass er nicht mithelfen konnte. Aber die Mannschaft oder die für ihn da gespielt haben, glaube ich, haben auch ihre Leistung gebracht. Von daher, wir freuen uns, dass die 2 da sind. Aber der Kader ist so groß, dass jeder ersetzen kann. Das ist halt, die Konkurrenz ist belebt das Geschäft. Und ich denke, da kann man uns nicht beschweren. Ja, ich glaube, dass wir unsere Defensive doch stabilisiert haben, auch wenn wir jetzt nichtsdestotrotz ein paar Chancen zugelassen haben. Wir haben gerade kämpferisch und in der Einstellung gegen Elversberg ein großartiges Spiel gemacht und genau so wollen wir dann gegen Mannheim auch auftreten. Es kommt der Tabellenführer, aber wir verstecken uns nicht. Wir werden wieder Vollgas geben von der ersten bis zur letzten Minute und ich glaube, dann wird es für Mannheim auch ganz, ganz schwer hier was mitzunehmen. Aber die Stimmung, so wie gesagt, das ist schön und gut. Das ist jeder zu Recht, glaube ich, unsere Fans auch, wenn die wieder Hoffnung haben oder wieder träumen kann man ja. Aber wir wissen, dass man noch viel arbeiten muss, um ein paar Dinge zu erreichen oder unsere Ziele zu erreichen. Und deswegen, wir Spieler und Mannschaft und alle, wir versuchen nur Spiel zu gucken. Morgen sehen wir Mannheim hier und so wie gesagt, wir versuchen nur, dieses Spiel zu gewinnen. Zu Hause, klar. Und dann sehen wir halt weiter. Kann man schön träumen, aber da sind nur ein paar Spieler, die noch kommen. Solange man ja, seine Chance immer wieder bewahren, glaube ich, da kann man dann euphorisch sein. Aber ich glaube, wir bleiben Boden. Wir haben hier nur 3 Punkte geholt gegen Elversberg. Nicht mehr, nicht weniger. Und jetzt spielen wir gegen Mannheim. Da versuchen wir auch, die 3 Punkte zu holen. Was dann die Konkurrenz macht oder so, da sind wir halt Ende der Saison. Da wollen wir momentan nicht so da beschäftigen. Was heißt, die 2 sind klar Spielführende von denen, aber wir haben auch, so wie gesagt, 2, 3, die uns auch, die Mannheim gucken, dass wir die uns auch verteidigen. Klar, wollen wir gut steht, kompakt steht und halt nach vorne, wenn wir unsere Möglichkeit haben, offensiv haben wir ja große Qualität und versuchen halt das zu nutzen. Aber wie die letzte Woche gespielt hat, welche Formation, ich denke gegen Saarbrücken, egal wer gegen Saarbrücken spielt, wäre schön überlegen, wie man halt Saarbrücken schlagen. Also ich glaube, die werden auch nicht hier hinkommen und sagen, wir pusten die weg. Dann freuen wir uns auf diesen Kampf. Also ich denke, wir sind nicht einfacher Mannschaft zu spielen.
Und das weiß, glaube ich, unsere Konkurrenz und so. Und deswegen, wir bereiten uns vor, nehmen Mannheim wie eine Spitzenmannschaft und versuchen halt hier zu Hause den zu schlagen. Die Spieler kennen meine Spieler und ich weiß, was für eine Qualität das wir haben oder jeder, wo er spielen kann, um die Mannschaft zu helfen. Weil es geht nur um die Mannschaft. Ich denke, in dieser modernen Fußball, jeder gute Spieler kann alle Positionen spielen, außer vielleicht bei Torwart. Da muss man gut sein, um Torwart zu werden. Aber sonst die restlichen Spieler, die können alle Positionen spielen. So habe ich mal gelernt und ich denke, nach wie vor ist es auch so. Deswegen, heute haben wir Training und kann immer viel passieren, dass einer sich jetzt verletzt oder krank oder irgendwas da. Aber morgen auf jeden Fall werden wir mit 11 anfangen und die 11, die auf dem Platz stehen, egal welche Position, die werden versuchen, ihr Bestes auf dieser Position zu geben, dass man halt da erfolgreich ist. Wenn man die Spiele, die wir bis jetzt bestritten haben, mal zurückschaut, außer gegen Mannheim, haben wir gegen die Großen immer gut ausgesehen. Wir hatten ja unsere Probleme, wenn wir auswärts in Balingen gespielt haben, in Freiburg verloren haben. Solche Spiele, da haben wir ja unsere Punkte liegen lassen. Und deswegen, also ich habe da keine Angst und keine Bange und mich interessiert auch nicht, was der gegnerische Trainer jetzt über unsere Mannschaft sagt. Ich weiß, welche Qualität wir haben und ich weiß auch, dass wir jederzeit imstande sind, die abzurufen. Ich mache mir auch keine Sorgen, dass wir nochmal so ein Spiel wie in Freiburg jetzt am Samstag abliefern, sondern dass wir von Anfang an heiß sein werden und dass wir auf jeden Fall in puncto Kampf, in puncto Einstellung zu 100% da sein werden. Und deswegen mache ich mir da kaum Sorgen. Ja, da hat man mal gesehen, vorher haben wir halt wirklich viele Spiele auch über die individuelle Qualität gewonnen oder uns dadurch durchgesetzt. Und jetzt haben wir mal gesehen, was laufen kann, wenn man wirklich als Mannschaft auch kämpft und von, ja, ich meine, es wurde ja vorher so klassisch gesagt, individuell ist Elversberg auf jeder einzelnen Position besser besetzt wie wir. Ja, für uns ging es halt von vornherein darum, den Elversbergern schön in die Suppe zu spucken. Das hat uns dann zusammengeschweißt und darauf werden wir aufbauen. Also ich werde die Jungs vor dem Spiel genauso wieder so heiß machen, dass wir da rausgehen und es nur noch Vollgas für uns gibt. Ich meine, so eine Fußballsaison ist lang, dass da verloren wird und gewonnen wird. Das merken wir ja an unseren eigenen Ergebnissen. Und natürlich, jetzt rückt es näher oben zusammen. Wir wissen auch, Trier hat noch ein Nachholspiel. Dann sind die 8 Punkte weg. Aber für uns zählt im Endeffekt jedes Spiel einzeln für sich. Und jedes Spiel zählen 3 Punkte, egal gegen wen. Es sind im Endeffekt immer nur 3 Punkte, aber es sind auch immer wichtige 3 Punkte. Und wenn wir das 10 Spiele durchhalten oder... dann kann sich jeder selber ausmalen, wo wir noch stehen sollten. Aber im Endeffekt jetzt sind wir in einer Position, wo wir von Spiel zu Spiel denken. Und an Samstag geht es um 3 Punkte. Und danach gucken wir weiter. Dann bereiten wir uns auf das nächste Spiel vor. Nein, es ist ein Spitzenspiel. Es ist natürlich, der Tabellenführer kommt zu uns. Es ist immer ein besonderes Spiel. Offenbach spielt noch gegen Elversberg am Montag. Gegenseitig werden sich die Mannschaften auch Punkte nehmen. Das kann man natürlich nicht verneinen. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns nur auf unser eigenes Spiel konzentrieren und wir haben es vom Prinzip nicht selber in der Hand. Die anderen müssen genug Punkte verlieren, dass wir vorbeikommen. Wir holen die Punkte, die uns möglich sind zu holen und darauf fokussieren wir uns und wir achten nicht auf die anderen.